Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben heute Samstag, wir haben jetzt gefrühstückt, wie ihr gesehen habt. Und ich bin jetzt schnell ins Büro gegangen, weil ich muss jetzt noch den Vlog für heute fertig schneiden, damit er pünktlich um 15 Uhr online gehen kann. Gestern habe ich es nicht so ganz geschafft, da habe ich es erst um 16 Uhr online gegangen. Macht aber nichts, ich werde immer besser natürlich. Ist natürlich immer noch besser als gar kein Video oder ganz, ganz spät. Und ja, ich bin auf jeden Fall so happy über die, Sprachenlernen Bubble. Ich kann nicht mehr sprechen, eure Reaktion. So viele Aufrufe habe ich schon, also in so kurzer Zeit, ich habe echt nicht damit gerechnet. Also 5000 Aufrufe auf meinen Vlog innerhalb von nicht einmal 24 Stunden. Das war so, boah, voll krass. Wirklich danke dafür. Ihr seid wirklich die Besten. Daran merkt man einfach, was euch gefällt und was ihr wollt. Und natürlich, ich küsse euch alle. Und nichtsdestotrotz werde ich jetzt schnell meinen Vlog für heute schneiden. Und dann müssen wir los. Ich und der Papa und die Lara und Julia, also die zwei Großen, bleiben zu Hause. Aber wir gehen mit den Kleinen zum Baumarkt, weil wir kaufen heute die Farbe für das Zimmer von den Kleinen. Das wird nämlich heute ausgemalt und der Luisa, ihr neues Bett wird aufgestellt. Das zeige ich euch auch danach. Bin auf jeden Fall gespannt, ja, wie die Luisa das annehmen wird. Aber mehr dazu dann im Vlog. Während ich mein Video schneide, sitzt hier ein kleines Baby mit einem Schnuller. Ha? Was? Ich verstehe gar nichts. Was? Achso, wollt ihr in den Garten gehen? Ja, dann zieht es euch an. Komm, du weißt eh, eine Jogging. Lara, ziehst du dich auch an? Doch, du willst auch. Das ist übrigens Luisas neues Bett. Ein, wie heißt das? Ein Holzrahmen-Tipi-Bett. So, meine Lieben, Video ist abgeloadet. Und wo sind wir jetzt? Was glaubt ihr? Wir sind auf jeden Fall im Baumarkt. Wir kaufen jetzt nämlich hübsche Farbe für die Kinderzimmer. Und die Lara hat dort schon was gefunden. Schau mal, Papa, was der Lara gefällt. Papa, komm mal her. Die Farbe ist zu dunkel, oder, Maus? Eine Spur zu dunkel. War klar, dass die Lara sich so was Krasses aussucht. Aber schau mal. Lara, was hältst du von dieser Farbe hier? Mandelblüte. Ja, das schaut schön aus. Dieses helle Rosa, Lara. Das Partypink? Schau mal, aber, das ist zu klein. Aber schau mal, wie Partypink hier ausschaut, im Topf, und wie es auf der Wand ausschaut. Voll krass, gell? Das ist so... Gewaltiger Unterschied. Ja, ja, schauen wir mal. Es gibt diese Farbe. Das ist Mandelblüte. Welche denn? Mandelblüte. Mandelblüte. Wenn es wirklich so auf der Wand ausschaut, dann schaut es ja schön dezent rosa aus, oder? Ja, oder? Was sagst du? Kriegt man keine Augenkrebse. Ja. Aber das reicht diese kleine Eimer? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Für zwei Wände nicht. Luisa, hast du dein Baby hier vergessen? Luisa! Wie viel Quadratmeter? 30 Quadratmeter. Na, das ist eine Wand. Eine Wand, gell? Ja. Gefällt dir das, Lara? Das helle Rosa? Luisa, da bleiben! Luisa! Komm, geh mal schauen, was die Luisa macht. Hi! Reinigungsfähiger. Es fühlt sich so, Schatzi, hast du gesehen? Das ist für Kinderzimmer, schau mal. Nicht für Kinderzimmer. Das steht, dass es eine Wandfarbe speziell für Kinderzimmer ist. Reinigungsfähiger, transparenter Schutz. Hast du bis jetzt die Wände gemacht? No, never. So, meine Lieben, wir sind jetzt immer schon zu Hause und wir räumen gerade das Zimmer auf. Was machst du hier? Wir räumen doch gerade das Zimmer. Hallo? Was? Voll das Echo. Ja, genau. Ein Möbelstück ist draußen und schon ist voll das Echo. Naja, es ist ein Echo. Alles klar. Komm, hilf mit. Bitte. Upsi. Ja. Ja, sehr gut, das habe ich noch nicht geguckt. Hast du vielleicht Spaß? Luisa, warte, ich komme auch gleich. Nein, wir räumen aus. Wir räumen aus. So ist es nicht gedacht, Fräulein.
Nimmst du das zur Spielzeugkiste? Warte, kannst du diese Sachen, was da unter dem Bett sind, wegräumen? Dankeschön. Warte, ich räume doch noch diese ganzen Tonfiguren rein. Oh, Pika! Michelle, das kommt drin. Weißt du, wo das kommt? Mal wieder! Also muss der Papa das ja runternehmen, die ganzen Sachen. So, meine Lieben, schaut mal, wir sind ja richtig gut vorangekommen. Der Papa hat hier diese eine Wand schon fast, muss man, glaube ich, zweimal? Oder reicht einmal? Einmal reicht. Einmal reicht, weil wir eine gute Farbe genommen haben. Diesmal haben wir eine Alpina genommen. Ach Gott, das geht sogar. Echt? Ja. Ja, auf jeden Fall hier. Und der andere günstigere 9 Euro. Stimmt, aber wir haben beim anderen Zimmer, wo weiß war, haben wir zweimal, also zweimal, oder? Ja. Die waren 9 Euro wert. Ja. Zahlt sich halt aus, ne? Kommt das gleich irgendwie aus. Ja, und da hast du dann billige Arbeit. Ja, genau. Auf jeden Fall oder hier schon. Dann habe ich billige Arbeit. Ja, Papa, du bist der Beste. Dankeschön. Danke. Eine Wand ist schon fertig, die fehlt dann noch. Dann müssen wir halt den Schrank herziehen, weil den haben wir jetzt nicht rausgeholt. Jetzt ziehen wir diese Randbahn und dann ziehen wir das Bett und den Kasten genau rüber. Ich mache jetzt diese Ränder, also diese unten habe ich meinen Pinsel geholt, mache das und... Ich kann nur auch einen Pinsel nehmen, dann mache ich das fertig, ne? Okay. Ich mache unten, du machst oben. Ich wollte mich jetzt ans Video schneiden machen, hat der Papa den Ball auf meinen Platz gesetzt. Na, was hat der Papa gemacht? Und den Teppich hergeholt. Den Spiegel habe ich immer nicht aufgebaut. Hauptsache der Pief hat es chillig. Hast du es chillig auf meinem Laptop? Kleiner Piefi-Miefi. Kleiner Piefi. Was ist denn? Na, keine Angst. Wo ist der Bibi, Bibi? Sophie, hör auf, mich anzuschnecken. Du warst eifersüchtig. Man darf den Beef nicht streicheln. Sophie. Na gut, ich muss jetzt ein bisschen hier das wegmachen und mein Video schneiden. Passiert ist. Nein, ich habe das kurz hergestellt. Mist. Boah, dieser Trottel. Ich bin so ein Idiot, echt. Oh. Alles so einigermaßen gerettet. Das ist ja eigentlich noch okay. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist mein Mama-Wochenplaner. Der ist ja von mir designt, wie ihr vielleicht wisst. Und mein Planer, den habe ich auch gerettet. Und Achtung, bevor ja jetzt große Verwunderung da ist. Du isst eine Milchschnitte, das ist doch nicht vegan. Das stimmt. Im Moment fällt es mir auch richtig, richtig schwer, mich vegan zu ernähren. Also ich habe jetzt so oft gesündigt. Ich habe öfters mal Milchschnitte oder so genascht oder was anderes genascht oder irgendwas mit bisschen Käse gegessen oder habe sogar etwas mit Fisch gegessen. Momentan kann ich es nicht und ich weiß nicht, wie es dann weitergehen wird. Ich bin aber so, dass ich versuche, nicht so streng zu mir zu sein. Auf der einen Seite wurmt es mich, dass ich nicht so konsequent sein kann. Da es mir doch gut ging mit der veganen Ernährung,
jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll, weil wenn der Papa zum Beispiel dann irgendwas Leckeres mit Fleisch isst oder so, dann kriege ich schon einen extrem argen Gusto drauf und probiere dann auch, weil ich mir denke, ich probiere einfach, ich quäle mich da jetzt nicht unnötig, aber ja, ich merke halt so ein bisschen, wie es wieder zurückgeht. Ja, und ich weiß nicht, wie ich tun soll. Soll es einfach jetzt so passieren lassen, einfach wieder mich ganz normal ernähren? Oder soll ich weiter konsequent sein oder so? Das ist momentan so ein Hadern mit mir. Und ich habe auch von voll vielen gehört, die sich vegan ernährt haben und wieder zurückgegangen sind und wieder aufgehört haben oder dabei geblieben sind. Ja, schreibt mal unten in die Kommentare, habt ihr das schon mal probiert, euch vegan zu ernähren und wie habt ihr das geschafft? Wart ihr konsequent? Habt ihr das von einem auf anderen geschafft oder habt ihr da mehrere Anläufe gebraucht? Mich würde das total interessieren, weil ich weiß nicht, wie ich jetzt weitermachen soll, ob ich jetzt quasi dem nachgeben soll und mich wie vorher wahrscheinlich eh nicht, aber schon natürlich bewusster. Ich weiß es nicht. Ich zeige jetzt gerade Michelle ihr Video, was ich gerade geschnitten habe von der... Wie heißt's? Michelle. Na, nicht du. Ich sterbe vor Hunger. Alles klar, da bade ich dir vor Hunger. Na gut, dann gehen wir mal was essen, oder? Ich habe nämlich was im Backofen. Magst du es jetzt anschauen? Oh. Tu ich den nicht, oder? Kannst du dich daher setzen, das ganze Video anschauen? Ja, gut. So. Danke, tschüss. Wir gehen jetzt was essen. So. Ja. Ich habe nämlich lecker Backofen. Ich will mein Postweg kaputt machen. Du machst uns alles kaputt. Bitte. Wer macht was kaputt? Luisa. 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 Hat sie dann doch gegessen? Luisa. Du hast es gegessen. Wer denn? Die Lara? Ja. Papa, warum bist du nervig? Warte, ich hau's das weg. Mein Papa ist nicht nervig. Doch. Mein Papa ist nicht nervig. Die Lila ist nervig. Alles klar. Achtung, Kopf weg. Das ist unser Essen. Bitte was? Hast du zu viel Farbe geschnuffelt? Papa, hast du zu viel Farbe geschnüffelt? Die Luisa nervt. Au! Luisa! Hallo, nicht schreien. Wem gehört denn die Suppe da am Tisch? Mir. Isst du die noch? Ich bin noch nicht so hübsch, wenn die es so macht. Die Luisa macht alles kaputt. Aber haben wir nicht zwei Auflegeplattformen? Nein. Aber wo hast du Spaß? Wie hast du Spaß, Lara? Luisa. Beim Kaputtmachen oder was? Haben wir nicht zwei so Steckdinger? Was mir gehört und was dir gehört, gehört auch nicht. Gekauft. Ah, ist klar. So, meine Lieben, schaut mal. Ich habe so einen Gusto auf ein Würstchen gehabt, deswegen hat Papa mir ein Würstchen gebracht. Oh mein Gott, ich fühle mich wirklich schlecht. So, wie wenn du mit dem Rauchen aufhörst und irgendwie bist du gerade unterwegs und hast so Lust, eine zu rauchen. Und ich bin der, der sagt, ja, rauchen. Ja, genau. Und du bist dieser eine Freund, der sagt, komm, alles wie keiner. Der eine Wurst macht nichts. Aber ich habe so einen Hunger drauf. Auf Wurst? Auf Fleisch. Warum habe ich das? Vielleicht ist es hormonell bedingt. Auf Wurst. Schauen wir mal, ob es mir schmeckt. Was sagst du, Patrick? Es wird bestimmt schmecken. Es wird bestimmt schmecken. Und ich mach weiter drauf. Hast du auch ein Würstchen gegessen, Papa? Ja, zwei. Du hast zwei gegessen? Ich habe auch zwei gegessen, aber ich habe natürlich eine... So sieht auch da. Ich mach auch ein bisschen. Also ein bisschen. Alter, mein Finger sind nicht so. Es schmeckt leider sehr gut. Warum kann man nicht? Wow, das schmeckt so gut. Geh weg mit ihm. Lecker. Vegan-Projekt ist Ende. Patrick, was? Was? Nein. Wie soll ich das handhaben? Aber ich bin nicht so richtig. Ich möchte heute einmal das Haus rennen, fertig. Der Papa. Du hast dich doch auch schlecht gefühlt, dass du nachdem du vegan probiert hast und danach wieder normal gegessen hast, hast du dich doch auch schlecht gefühlt. Ich habe es gesehen in deiner Reaktion. Wir sind aber nicht vorbereitet für diesen großen Schritt. Ja. Warte.
Und ja. Heute. Shame on me. Ja. 2 Monate haben wir es ausgehalten. Ich warte wie eine. Was machst du da? Gott, in unserer Küche schaut's aus. Überall liegt einfach irgendwas. Furchtbar. Schmeckt's? Mhm. Hast du dir selber gekocht? Mhm. Wow, du kannst kochen. Mhm. Ramen-Nudel. Du-Nudel. Ja, meine Lieben, jetzt ist es schon spät. Ich zeig euch mal das Zimmer. Pion, 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 ich zeig euch mal das Zimmer. Da ist es aber sehr kalt. Na komm, Licht. Okay, es ist noch sehr dunkel. Ja, die Wand ist schon weiß. Es ist jetzt ein bisschen schlechtes Licht, aber man erkennt, ne? Also die 2 grauen Wände sind schon gut weiß. Aber werden wir heute nicht mehr fertig. Und ja, die Lara schläft heute bei der Michelle. Gell, Lara? So, meine Lieben, ich bin jetzt im Badezimmer, ich werde mich jetzt abschminken. Also so großartig geschminkt bin ich ja nicht, aber doch ein bisschen. Und ja, abschminken und grundsätzlich... Was? Ich muss mich mal abschminken. Kannst schon mal anfangen. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht. Ich muss jetzt eigentlich für mich ein bisschen schlecht durch... dieses Verlangen nach Fleisch, was ich jetzt habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist. Gehört das dazu? Soll ich es trotzdem weiterhin vegan probieren? Oder soll ich es vegetarisch mal jetzt probieren? Oder soll ich es wieder normal handhaben? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mir immer so, keine Ahnung, was ich mir denke. Auf einer Seite denke ich mir so, nee, das schaffst du. Aber auf der anderen Seite, ich habe dann wieder so Gelüste und dann mag ich das und das und das essen. Und ja, ich habe jetzt immer wieder ein bisschen nachgegeben, hier mal was gegessen, da mal was mit Käse oder ein bisschen Schokolade genascht. Und ja, aber ich weiß noch nicht. Ich möchte das machen, was ich für mich als richtig empfinde. Vielleicht... gebe ich mir ein bisschen Zeit und probiere das später nochmal. Mal gucken, wie das auch mit meinen Haaren da läuft, weil ja, aktuell läuft es sehr gut. Und ja, I don't know. Es ist so ein Zwiespalt bei mir. Auf jeden Fall so, ja. Was soll ich sagen? Keine Ahnung, lasst mich gerne an eurem Wissen oder an euren Erfahrungen teilhaben. Wie handhabt ihr das so? Wie macht ihr das? Habt ihr, als ihr, wenn ihr vegan euch ernährt habt, habt ihr voll krass durchgezogen? Von 0 auf 100? Also von 100 auf 0 quasi? Also 100 Fleisch und dann 0 Fleisch? Oder habt ihr das langsam gemacht? Erstmal vegetarisch? Ich meine, ich muss ehrlich sagen, auf Milch habe ich ja trotzdem keine Lust. Ich mag trotzdem meine Hafermilch weiter trinken. Aber ab und zu mag ich halt so eine Salami essen oder... frischiert, nein, weiß ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Will ich das? Aber ich hatte irgendwie so Lust auf diese Wurst, die der Papa zu Hause hatte, weil er sie gekauft hat. Und da hatte ich so einen Bock drauf, die zu essen. Ich glaube, das ist dann einfacher, wenn sich die gesamte Familie dann vegan ernährt, weil dann jetzt nichts Fleischmäßiges zu Hause ist. Naja, keine Ahnung. Das ist nicht so einfach. Natürlich ist es einfacher, wenn die gesamte Familie dann ist, dann hat man das ganze Zeug nicht zu Hause rumliegen. Ja. Na gut, ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal abschminken, meine Lieben. Und fertig ist die ganze Geschichte. Und ja. Wir werden jetzt noch einen Film schauen. Wir, die Großen, die Kleinen müssen jetzt ins Bett. Und wir schauen uns noch einen Film. Also geplant ist Papa, ich, Michelle und Patrick. Und die kleinen Mäuse, und die Michelle habe ich schon gesagt, oder? Und die kleinen Mäuse gehen dann schlafen. Ja gut. Jetzt werde ich mich auch vom Vlog verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich bin auf jeden Fall
ein bisschen ängstlich über die Kommentare, was jetzt kommen werden. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht zu sehr niedermetzeln. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dass ich jetzt ein bisschen Fleisch gegessen habe. Also Wurst, ja, ist aber auch Fleisch. Aber ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Lasst mich gerne an eure Erfahrungen teilhaben, wie ihr das gemacht habt und ob ihr auch schon mal vegan probiert habt und dann trotzdem es nicht geschafft habt und dann dabei geblieben seid und weiter quasi normal gegessen habt. Lasst mich das gerne wissen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, ich werde euch teilhaben lassen, wie ich weitermache. Wir werden es sehen. Gute Nacht, meine Lieben. Bis morgen.